Hallo und grüß Gott. Ich will ein Sammlungsvideo machen. Ich wollte mal eine andere Begrüßung machen. Ich weiß nicht, ob ich dabei bleibe. Ich wollte ein Sammlungsvideo machen von meinen Duschgelen. Da sind jetzt leider die Haul-Sachen nicht dabei. Ich habe nämlich vor kurzem was gekauft. Das drehe ich euch jetzt noch separat ab, weil sonst sprengt das ein bisschen den Rahmen, glaube ich. Ich habe nämlich die hintere Box rausgenommen. Die war so schwer. Jetzt werde ich das alles in den Wäschekorb von mir schmeißen und dann werde ich das dann später wieder einsortieren. So, fangen wir an mit Duschschäumen. Da habe ich ziemlich viele in letzter Zeit, weil ich ja dieses Tauschpaket gemacht habe. Da habt ihr das Video ja schon gesehen. Ich habe von Isana einen Schaum bekommen. Jetzt sieht man das gar nicht so gut. Diesen Sweet Feeling Duschschaum habe ich mal gekriegt. Der ist in meiner Sammlung. Ich habe mit Isana jetzt noch nicht so viel Erfahrung, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe da nämlich noch einen, das ist von dieser Disney-Kollektion. Und ich bin mein, ich habe eigentlich irgendwo noch einen. Aber ich sehe ihn da gerade nicht. Egal. Also zwei habe ich noch von Isana, einmal aus dieser Disney-Kollektion. Da habe ich ja gebettelt, dass ich die unbedingt haben darf, weil die ist so schön. Also das ist echt ein Mega-Design. Und, das hat sie mir im Tauschpaket ab CAE gesehen, einfach so dazugeben, das finde ich auch sehr interessant. Das Fühl dich gedrückt, das ist ja auch so süß, mit dem Alpaka, mit dem Kaktus. Also ich finde das Fühl dich gedrückt mit dem Kaktus ein bisschen fragwürdig, aber ich finde das sowas von süß. Bin echt gespannt, wie das ist. So, von Rituals habe ich auch noch einen, den will ich irgendwie nicht verwenden. Das ist von Sakura, der Duschschaum. Ich mag die anderen auch sehr gern. Ich muss auch sagen, dass ich diesen Sleep Duschschaum mir sogar sehr gern mag. Obwohl ich ja Lavendel nicht so mag, aber der Sleep, der ist wirklich nicht schlecht und ich benutze den echt gerne am Abend. Aber den habe ich noch nicht verwendet. Die anderen alle ja, aber den noch nicht. Keine Ahnung, warum die da drin sind. Das sind so Duschschwämme als Erdbeer. Keine Ahnung, warum das da drinnen ist. Dann habt ihr auch im Tauschpaket gesehen, das Duschgel zu dieser Berry Love. Ich glaube, es ist eine Limited Edition, oder? Ich kenne mich halt mit Isana nicht aus. Aber ich bilde mir ein, sie haben da immer so einen Trendturm, was ich zumindest immer von den Videos sehe. Und da war dieses Duschgel, glaube ich, dabei. Das riecht aber mega. Dann auch von Isana. Diese Öldusche. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich weiß noch nicht, wann ich das alles verwenden soll, weil ich habe weniger Platz in meinem Badezimmer und das nervt mich extrem. In der alten Wohnung war es so, dass ich viel mehr Platz hatte. Da habe ich ja viel mehr Stauraum gehabt bei der Badewanne. Da habe ich so Fliesen gehabt, wo ich alles ablegen konnte. Und das habe ich jetzt bei der Dusche nicht. Und das ist sehr mühsam. Das ist wirklich mühsam und das nervt mich extrem. Normalerweise habe ich nämlich 5-6 Duschgel im Bad stehen. Was ja jetzt natürlich nicht der Fall ist, weil ich halt zu wenig Platz habe. Weil wenn ich dann immer eins rausnehme, fliegen mir 5 raus und das nervt mich extrem. Aber ich habe auf Amazon so eine Lösung gefunden. Die Chiquita's Place war das, hat das gepostet. Und das will ich unbedingt haben. Da kann man das mitten in die Dusche so reinkleben. Das werde ich mir demnächst mal bestellen. Da kann ich euch mal ein Update auch geben. So, ich habe noch von Dermacol ein Duschgel. Aprikose und Melone. Boah, kann mich gar nicht besteppert das erinnern, dass ich das habe. Das schaut so aus. Meine Verpackung von den Dermacol-Sachen sind ja auch so schön. Das habe ich mir auch als letzter beim Müller gekauft. Das war dieses Sebamed-Melone-Duschgel. Wieder Dermacol. Das, wie heißt denn das schnell? Black Sherry. Ist auch sehr interessant. Boah. Das riecht wie irgendein Eistee. Ich komme noch nicht drauf. dann habe ich ja da zweimal das Biotherm-Duschgel. Das habt ihr ja vor kurzem in einem Haul gesehen. Da will ich auch bald den Duft verwenden, weil der diese Flankerln drinnen hat. Und ja, werde ich bald benutzen. Ich hoffe, das sage ich nicht so ein, so wie sonst immer. Mein Biotherm-Duschschaum habe ich ja auch einmal noch ergattern können. Ihr wisst ja, ich liebe die Biotherm-Duschschäume. Ich finde, die kommen so richtig schön fluffig raus. Weil bei den Rituals, ich mag die zwar auch, aber bei denen habe ich immer das Gefühl, die sind so flüssig. Trotzdem sind sie gut. Aber flüssiger als die von Biotherm. So, ich glaube, das habe ich leider zweimal mir gekauft. Ich Pappenheimer. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich nicht eins auf die Seite gebe, um es zu verschenken.
Boah, aber das riecht so gut. Boah, das riecht wirklich gut. Ich meine, ich bin so dämlich gewesen und habe es mir damals zweimal gekauft. Und dann habe ich mir auch noch die Nachfüllung eingebildet. Ja, ziemlich dämlich, aber was soll's. Bevor ich es jetzt reinschmeiße, ich habe vorher auch gerade gelesen, dass man zweimal das nachfüllen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie viel ist da drin? 500 Milliliter? Oh ja, geht sich aus. 250 haben die normalen drinnen. Also könnte ich die zwei Verbraucher hintereinander, aber das wird mir, glaube ich, zu blöd werden und dann zweimal nachfüllen. Ziemlich peinlich. Ziemlich peinlich. Keine Ahnung, warum das da drinnen ist. Aber okay. Ein Kneippduschgel, das gut beißt, Stress, das sollte ich mir mal in die Duschen stellen, weil in letzter Zeit ist Stress irgendwie vorprogrammiert bei mir. Hat mir mal eine Freundin geschenkt. Dann habe ich das Cooling Shower Gel von Rituals, das werde ich aber erst im Sommer dann benutzen. Da mag ich ja die Karma-Reihe auch und da habe ich mir damals auch das genommen, weil ich das auch gut fand. Dann habe ich von Trackle Trestlemoon die Cola-Dusche, die schon ziemlich ramponiert ausschaut. Fragst mich nicht, warum. Jetzt schaut es wieder normal aus. Boah. Das erinnert mich an, das habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, wie ich das benutzt habe. Also ganz, ganz alte Cola-Zuckerl von früher, von meiner Kindheit. Mega. Nivea. Ich bilde mir ein, dass ich gesehen habe, dass die aus dem Sortiment gehen. Ich habe sie mir vor kurzem noch gekauft, ich weiß aber gar nicht, wo ich sie habe. Ich habe das Video noch nicht abgedreht. Und dann werde ich weinen, wenn die aus dem Sortiment gehen. Ich muss mal beim Müller schauen, ob die bei uns auch rausgehen. Aber beim DM habe ich gesehen, sind sie um 2,50 reduziert. Das Geräusch ist auch geil. Aber dann kotze ich im Strahl, wenn das rausgeht, weil das war eines meiner absoluten Lieblinge letztes Jahr. Das habt ihr auch mitbekommen, also... Das würde ich wirklich dämlich finden, wenn das jetzt rausgeht. Von Balea habe ich auch noch eine Dusche. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich noch eins habe, aber ich glaube auch, das ist mein letztes. Oder bilde ich mir das ein? Nein, das ist mein letztes. Von diesem Candy Kiosk, das Duschgel, das könnte ich jetzt bald benutzen, weil das passt noch für den Winter. Jetzt sieht man es gut. Ich habe halt so ein Problem, wie gesagt, ich habe es euch ja gerade erklärt, dass ich nicht so viel in die Dusche kriege und das nervt mich ein bisschen. Von Isan habe ich auch noch ein Duschgel. Ich glaube aber nicht, dass das das Einzige ist. Nein, aber nicht doch. Das Joghurt und Fruit, das mochte ich ja früher so gern. Dann von der Veo habe ich auch noch eins, Erdbeerküsschen. Keine Ahnung, warum ich das noch habe. Erinnert mich auch an früher. An diese Erdbeershampoos, kennt ihr die noch? Was Kinder immer verwendet haben, Apfel oder Erdbeer? Ich habe so Angst, wenn ich das in den Wäschekorb reinknallt, dass mir die aufgehen. So, von Bath & Body Works habe ich mir ja auch mal eins gekauft, habe sie auch vor kurzem im Haul gesehen, aber boah, ich liebe diesen Duft. Der erinnert mich auch an irgendwas aus meiner Kindheit. Das ist echt gruselig jetzt schon langsam, aber der ist auch sehr geil, der Duft. Das gebe ich auf die Seite, das werde ich verschenken. Ich weiß auch schon genau, wen ich das geben werde. So wie das da, das ist nämlich, glaube ich, dasselbe, oder? Ja, da kann ich an dem wenigstens riechen. Obwohl, es riecht gar nicht so schlecht. Es riecht gar nicht so scheiße. Das riecht nicht gut. Ich werde es doch noch behalten. Ich gebe es doch nicht weg. Also ich werde die Zweiglerance Duschgele jetzt noch nicht weggeben. Ich werde mal das benutzen. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das andere weggebe oder nicht. Da habe ich es mir ja ganz leicht gemacht. Von Coris habe ich noch zweimal das Kokosduschgel. Ich kann nicht mehr reden. Dann von Isana zweimal das Melone. Das habe ich mir damals in Budapest gekauft, wo wir das erste Mal dort waren. Und da habe ich mich ja so abschleppen müssen. Das war ja überhaupt nicht mehr lustig. Aber ich habe noch ein paar Backups davon. Ich habe sogar noch eines. Genau. Das Limone und Zitrone habe ich noch. Und zweimal das Melone habe ich noch. Ich habe eine Zuckerschnute noch, aber das war diese Neuauflage von diesem 25-Jahre-Design. Dann, das muss ich heuer unbedingt verwenden, das war das Tropical Sunshine. Das muss ich heuer unbedingt verwenden. Ich war ja brav und habe die anderen beiden aus der Limited Edition schon verbraucht. Das war dieses Kokos, das Pinke und das Lilane, das habe ich verbraucht, aber da habe ich irgendwie bin ich nicht mehr dazu gekommen. Noch ein Alverde Duschgel.
Grapefruit, Bambus. Das habe ich früher so gern benutzt. Das riecht auch noch genauso wie damals. Boah. Die Körperpflege zum Eincremen mag ich nicht mehr von Alverde. Da habe ich einen kleinen, diese Macadamia gehabt. Die fand ich nicht mehr so gut, aber das ist noch genauso wie früher. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, wenn ich es benutze. Also das werdet ihr ewig, glaube ich, in meinen Duschgel-Videos sehen. Ich habe das schon so oft gezeigt in meinen Sammlungsvideos. Von Balea, das Kokos-Vanille. Ich hoffe, ich kann das mal irgendwann aufbrauchen. Aber das lasse ich immer auf der Seite, weil ich da ja diesen riesen Pott an Bodylotion habe. Das habe ich ja auch noch sehr oft, das habe ich dreimal. Weil ich das von einer Freundin zum Geburtstag mal geschenkt bekommen habe. Ich glaube, Geburtstag war das. Geburtstag oder Weihnachten. Das Cookie-Duschgel, das habe ich ja so gerne verwendet. Das war... Also es ist schon mega staubig. Trotz, dass das da in der Box ist und dass ich es nach hinten schiebe, kommt da trotzdem Staub rein. Also dreimal habe ich noch das Cookie-Duschgel. Ich liebe es trotzdem noch immer. Aber ich möchte jetzt schon eher so in dieses Frühlingshafte vom Duft her gehen. Also da möchte ich echt schon Frühlingsprodukte verwenden. Vom Duft her, sage ich jetzt einmal. So, dann habe ich noch, weil ich mir ja Backups gebunkert habe, 5 Stück, jetzt musste ich zählen, von der heißgeliebten Vanille-Mandarine-Dusche von Mr. und Mrs. Panda. Das ist ja so ein geiles Duschgel. Also da bin ich froh, dass ich noch so viele Backups habe. Könnte ich aber auch bald eins verwenden, wenn ich sehe, ich habe noch 5. Dann habe ich ein kleines, gehört da eigentlich gar nicht hinein, aber ich kann euch die parfümierten Duschgele dann... Was war das jetzt? Auch noch zeigen. Das schaut so aus. Das ist das Libre Duschgel. Ich habe aber irgendwo noch mehrere. Die muss ich dann noch raussuchen. Und Peelings kann ich euch auch gleich zeigen. Da werden wir nicht um und um fackeln lang. Ich habe eigentlich ein Peeling. Ich habe das nicht rausgenommen, wo die Peelings drin waren. Aber nein. Vielleicht sortiere ich das aber dann gleich um. Dass ich gleich in eine Box die Frühlingsduschgele reingebe und in die untere Box die Wintersachen, weil die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Gucken wir mal, ob ich das zusammenbringe. Schauen wir mal. Das hatte ich nämlich schon letztens vor und hat nicht funktioniert. Das riecht nicht so geil. Vanille-Honig-Duschgel. Es ist okay. Aber ich brauche halt jetzt eher was Sommerliches. Oder wenigstens schon Richtung Frühling. Von Soap & Glory habe ich auch noch 3 Duschgele. Ich bin echt verrückt. Einmal das Fruity. Ich war auch vor kurzem wieder dort und ich habe gesehen, die haben nicht mehr so viel Auswahl. Also ich hoffe, dass das nicht wieder rausgeht. Dann einmal das Kokos. Und das Vanille. Das passt jetzt auch wieder nicht in die Jahreszeit. Dann, das will ich aber unbedingt noch verwenden. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem die Seife aufgebraucht davon. Und ich würde das halt gerne benutzen. Ich habe das schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung. Ich habe mir selber meine Sammlungsvideos angeschaut, um zu gucken, welche Duschgele ich noch so lange habe. Bodylotion werdet ihr auch, euch auch totlachen, weil da hat mir schon einmal vor ein paar Jahren jemand geschrieben, dass die noch den, weiß ich nicht, wie vielen Jahren bei mir verehrt. Aber man verliert halt den Überblick. Wenn ich dann die Sammlung zeige, denke ich mir, aha, das sollte ich mal verwenden, weil das ist schon steinalt. Und dann vergesse ich es aber wieder, weil es irgendwo unten vergammelt. Also... Ich sollte mir echt ein Duschgel-Kaufverbot setzen, aber das werde ich nicht schaffen, das könnte knicken. Also, das ist das von Yves Rocher, das Birne und Kakao. Das will ich noch benutzen, bevor der richtige Frühling beginnt. Ich meine, jetzt ist schon relativ warm draußen, aber das würde ich gerne noch benutzen. Das will ich nicht noch bis Winter aufheben. Aber schauen wir mal. Das riecht auch gut. Von Trekkelmoon. Das Rose. Habe ich dann noch irgendeins von dem? Ja, das Marshmallow. Sollte ich auch mal verwenden. Aber es riecht noch gut. Das Marshmallow. Das Cookie Dough habe ich noch. Und dann habe ich noch das Fairy Tale. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das auch noch habe, aber okay. Da habe ich auch gerade aktuell ein anderes in Verwendung. Und ich habe gar nicht gesehen, dass ich den noch habe. Ich habe gedacht, ich habe den schon aufgebraucht. Ach du meine Fresse. Den sollte ich auch noch verwenden. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe gar keinen Duschschaum mehr, aber ich habe eh noch relativ viele. Ich meine, jetzt habe ich durch das Tauschpaket halt auch sehr viele gekriegt, aber es waren schon ein bisschen. Dann habe ich noch 2 The Body Shop. Einmal das Vanilla Pumpkin. Das werde ich auch erst heuer, erst so im Herbst, Winter verwenden. Ich hoffe, ich schaffe es auch. Ich sollte mir wirklich mal so ein Ziel setzen, dass ich ein bisschen was verbrauche. Ich weiß, das sage ich in jedem Sammlungsvideo, aber
Es wird ja nicht weniger, wie man sieht. Dann habe ich noch von Body Shop das Kindness Peer. Da habe ich auch die Seife davon. Da wollte ich die jetzt vor kurzem benutzen. Weil die Seifen gehen ja doch schneller leer. Aromapflegedusche von Kneipp, die habe ich mir damals beim Action gekauft. Habe ich auch noch eine, weil die mag ich auch sehr gern. Eine feste Dusche habe ich auch noch von Santé. Und zwei habe ich noch, dann kann ich mir schon die Peeling schnappen, weil dann ist meine fette Box leer. Oh, Mama mia. Einmal habe ich das Tropical Coconut. Ich mag halt diese großen Duschgele nicht mehr. Jetzt, wo ich nicht mehr so viel verwenden kann in meiner Dusche, ist das echt mühsam für mich. Ich glaube, ich habe zu viel gerochen. So besonders riecht das nicht mehr. Und das Lemon and Lime. Schauen wir mal, wie das riecht. Das riecht schon besser. Schauen wir mal. Ja, das war's mit Duschgelen und etc. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich habe jetzt da noch eine ganz volle Kiste. Aber ich habe gerade gesehen, dass da auch Bodylotions dabei sind. Deswegen wird da ein extra Video folgen. Aber ich zeige euch noch schnell die Peelings, die ich noch habe. Als erstes habe ich noch das hier, das habt ihr ja vor kurzem erst in einem Tauschpaket gesehen. So wie das da, wo ich ja jetzt gerade auch aktuell die Seife verwende. Oder das Dreamy Sky, habt ihr auch in einem Tauschpaket-Video gesehen. Dann habe ich noch ein Peeling von Rituals. Sollte ich auch endlich mal verwenden. Es ist echt zum Speiben. Von Soap and Glory habe ich noch. Und weg ist es. Von Soap and Glory habe ich auch noch viele Peelings. Einmal das Vanille. Ich benutze aber auch gerade aktuell eins von Soap and Glory. Einmal das Kokos. Dann, das kennt ihr auch aus dem Tauschpaket, das Zuckeröl-Peeling von dieser Love Berry-Serie. Dann habe ich noch, oh verdammt, ich habe mir das damals doch gekauft, das Fruity-Peeling. Ups, weg damit schnell. Und einmal noch das Sugar Crush, das ist ja urgeil. Heißt ja Sugar Crush. Ja, heißen die alle Sugar Crush? Dann habe ich mir jetzt voll dämlich angestellt. Nö. Call of Fruity heißt das. Das Kokos heißt Buff and Ready. Das Vanille Smoothie Star. Okay, niedliche Namen. Und das Zitrone habe ich gerade aktuell noch einmal in Verwendung. Ich liebe das. Aber wie gesagt, ich sollte ich das jetzt noch leer machen, dürfte ich mir keins mehr kaufen, weil ich noch so viel habe. So, ein Colister Peeling habe ich noch. Oder habe ich mehrere? Oh, ich habe mehrere. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss endlich mal verbrauchen. Ich habe auch, glaube ich, noch ein drittes. So. Da ist noch eins. Zwei habe ich noch von Organic Shop. Das ist witzig. Das habe ich mir beim ersten Besuch in Budapest gekauft und das beim zweiten. Nur leider gingen die aus dem Sortiment dort leider. Man hat aber Glück und findet sie manchmal beim TK Maxx, weil da habe ich eine Bodylotion, glaube ich, gekauft. Werdet ihr im nächsten Video sehen. Also habe ich noch in meiner Sammlung. Was habe ich mir kaufen? Einmal habe ich das Pomegranate, also das Granatapfel. In den Wäschekorb passt gar nichts mehr rein. Und einmal das Schoko, was ja eher für den Winter passt. Aber wohin soll ich das bitte in die Dusche stellen? Da fängt es ja schon mal an. Okay, das wäre ein Duschpeeling, aber da haben sich die Peelingkörner oben abgesetzt. Also ich glaube, ich habe es die ganze Zeit so gelagert. Vielleicht liegt es an dem, was ich mal hoffe. Vielleicht stelle ich mir das auch schon. Ich meine, wohin? Ich habe nicht so eine große Dusche aktuell. Ja, also ich muss mir das auf jeden Fall auf der Seite lassen. Es ist auch arg flüssig irgendwie. Vielleicht verwende ich es auch einfach als Duschgel und nicht als. Es ist aber noch verschweißt. Dass das kaputt wird, kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn es noch verschweißt ist. Ich glaube, ich werde das benutzen. Ich habe aber Angst, das zu benutzen. Ich weiß nicht, ob es noch normal riecht. Ich muss mir mal das Duschgel raussuchen. Aber es hat sich total zersetzt. Seht ihr das? Ich meine, es ist ja wirklich schon steinalt. Aber ich glaube, das kann ich nicht mehr verwenden. Steht da irgendwo ein Ablaufdatum? Da oben, glaube ich. 7. Monat 2018. Ich glaube, das verwende ich lieber nicht mehr. Ich glaube, das werde ich
Ich traue mich das echt nicht benutzen. Ich habe von Mickey schon mal gehört, von den kennt sie sicher, wenn nicht, verlinke ich euch unten in die Infobox. Da hat er mal so ein ganz, ganz altes Duschgel benutzt und hat es dann bereut, weil er überall einen Ausschlag hat und ich glaube, ich schmeiße das einfach weg. Eines von, weiß ich nicht wie vielen, ist vollkommen okay, aber das kann ich glaube ich nimmer mehr verwenden, weil diese Peelingkörner kommen auch gar nicht mehr runter und es wäre ja schon abgelaufen. Oder ich benutze das mal kurz auf den Händen oder als Seife oder so. Ich schaue mir das mal an. Ich will es halt nicht wegschmeißen, dass ich mal wie dem ich bin, oder? Ja. Der Rest ist nur parfümierte Duschgel und Bodylotion. Ich glaube, da mache ich ein extra separates Video dazu. Ja, ich hoffe, euch hat die Sammlung gefallen. Ich könnte mir wirklich in den Po treten, dass ich so viel Zeug habe, aber ja, gucken wir mal, ob es irgendwann einmal weniger wird, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich sollte mir wirklich ein Kaufverbot setzen wegen Duschgel und so. Aber jetzt, wenn es das Nivea dann auch nicht mehr gibt, werde ich sicher ausflippen. Aber schauen wir mal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!